Es ist ihr Feiertag. Fast ganz Garmisch-Partenkirchen ist auf den Beinen, säumt Laura Dahlmeiers Siegeszug und jubelt ihr zu. Nicht mit einer Kutsche oder einem Cabrio, sondern auf dem Quad einmal quer durch die Marktgemeinde zur Party am Kurpark. Ich freue mich drauf, die Anspannung steigt und ich bin mal gespannt, was sie sich überlegt haben. Ich habe ja schon gehört, dass die ein oder andere Überraschung wartet und ja, ich freue mich. Aufregender als so ein Rennen? Unberechenbarer auf jeden Fall. 5-mal Gold bei der WM in Hochfilzen. Gesamtweltcup-Siegerin. Sie ist derzeit einfach die beste Biathletin der Welt. Es ist ein regelrechter Feiermarathon für sie. Heute Vormittag schon die Ehrung bei der Bürgermeisterin und der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Manchmal geht es mir schon so, dass ich im Bett liege und mir denke, wow, krass, jetzt hast du den Gesamtweltcup gewonnen und bei der WM so dominiert. Und was war eigentlich in dem letzten Winter alles los? Und ich empfinde das einfach als ein wahnsinniges Geschenk. Laura Dahlmeier, 23 Jahre jung, die hat noch viel vor. Dieser Triumphzug durch Garmisch-Partenkirchen soll nicht ihr letzter sein.